An meiner Arbeit gefällt mir besonders gut, dass man auch ein Stück weit kreativ sein kann. Man am Ende des Tages sieht, was man selbst hergestellt hat und produziert hat. Mein Name ist Carsten Monjau und ich bin Mitarbeiter hier bei MK Technology in der Schweißerei. Ich bin Christopher Focke, ich bin Elektriker bei der Firma MK Technology. Mein Name ist Lukas Schulz, ich bin 22 Jahre alt und ich mache gerade meine Ausbildung als Bürofachkraft bei MK Technology. Also wir arbeiten ganz nah mit der Konstruktion zusammen. Wir bekommen von denen Zeichnungen, kümmern uns dann um Materialbestellung. Sollte das Material eingetroffen sein, fangen wir an, die Zeichnung 1:1 nachzubauen. Meine Aufgaben als Elektriker in der Firma sind sehr variabel, sehr flexibel. Das geht von Planung der Anlagen bis zur Installation und Inbetriebnahme. Alles, was mit der elektrischen Installation und Instandhaltung zu tun hat, ist mitunter meine Aufgabe. MK Technology ist im Bereich Sondermaschinenbau tätig. Wir bauen sowohl Dampfautoklaven als auch Roboterlinien für den automatisierten Schalenbau. Und das Coole daran ist, dass wir für namhafte Kunden arbeiten, wie zum Beispiel Akrapovic, Meta oder sogar SpaceX. Also ich selber war auch dreimal dabei bei der Installation in Los Angeles im Headquarter. Natürlich das i-Tüpfelchen war dann auch, dass wir Elon Musk selber auch sehen und erleben durften. Die Arbeitsatmosphäre hier bei MK ist sehr gut. Ein junges, dynamisches Team, funktioniert einwandfrei und man kommt jeden Tag mit guter Laune hier zur Arbeit. Ich arbeite mittlerweile seit 1,5 Jahren hier in der Firma. Mir wurde zum einen erst eine Aufgabe gegeben, dann wurde mir genauestens erklärt, wie diese Aufgabe erfüllt werden sollte, möglichst, und wie ich welchen Schritt am besten handhaben kann. Ja, was mir besonders gut gefällt, ist halt die Vielfalt hier im Job. Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Kunden zusammen, die viele Spezifikationen natürlich haben wollen. Dadurch hat man nicht immer das gleiche Produkt, was immer gleich gebaut wird, sondern man hat Änderungen, man muss auf den Kunden eingehen und so hat man natürlich immer Varietäten im Job. Also meiner Meinung nach sollte man eine Fingerfertigkeit mitbringen, unbedingt mitbringen, im Umgang mit Handwerksmaschinen wie einer Flex oder einer Bohrmaschine zum Beispiel. Wenn du von Grund aus eine kommunikative Person bist, dann wirst du hier auf jeden Fall gut aufgehoben sein. Und wenn du jetzt Bock auf diesen Beruf bekommen hast, dann bewirb dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bewirb dich bei MK.